Ich bin das nochmal. Ich habe mal die Lampe ein bisschen anders hingehängt, weil alles eine Frage der richtigen Beleuchtung ist. Ich möchte euch kurz was nicht vorenthalten. Und zwar habe ich hier auf Telegram eine Nachricht geschickt bekommen, in der drin steht, ist von Thomas M. Sagt mir jetzt auch nicht mehr, kann ich euch nicht sagen. Steht auf jeden Fall, der Herr stellt fest, die Wirtschaft ist im Arsch. Und das ist sie auch. Gestern Abend kostete der Liter Diesel in meinem Heimatort Zellamelis 2,42 €. Also ich habe Fotos gesehen, da stand 2,71 € drauf. Weiß aber nicht wirklich, ob das nicht fake ist. Wobei auch mittlerweile, warum sollte sich den Aufwand jemand machen? Da braucht er nur eine Woche zu warten. Oder 3 Tage. Die dafür Verantwortlichen, darauf kommt es mir an, die dafür Verantwortlichen, und das sind nicht die Russen, steht da, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und weil das Licht ja gerade anders hängt, sehen wir, dass das nicht nur die Russen nicht sind, sondern auch alle möglichen anderen Leute nicht, weil, naja, wie soll ich das sagen? Aber die Verantwortlichen werden gerade zur Rechenschaft gezogen. Die dürfen gerade richtig bezahlen. So richtig. Warum sich da keiner drüber freuen kann, ist, weil wir die Verantwortlichen sind. Wir haben das dazu kommen lassen. Und jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln. Das ist zum Glück nichts, woran wir nichts ändern könnten. Aber das ist auf jeden Fall was, woran wir was ändern sollten. Aber wir verdienen es offensichtlich nicht besser. Wenn wir unser Leben anderen Leuten in die Hand geben, passiert sowas. Wenn wir uns abhängig von anderen Menschen machen, dann erleben wir sowas. Das ist Konsequenz. Und langsam sollte mal das jedem bewusst werden. Es sind nicht die Russen und erst recht nicht Putin. Wir sind's. Wir haben es so weit kommen lassen. Wir sind in blindem Gehorsam bis an genau diesen Punkt hier gegangen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wohin gehen wir jetzt? Weiter denen hinterher, die uns, was steht da, 2,42 € pro Liter Cent aus der Tasche leiern. Oder fangen wir doch vielleicht langsam mal an, uns selbst zu vertrauen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich glaube, dass wir das wert sind. Ich glaube, wir können uns vertrauen. Auf jeden Fall können wir uns wesentlich mehr vertrauen als diesem korrupten Haufen, der sich ja Regierung nennt. Das ist eine Lachnummer. Sorry, aber das kann man ja wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Da verstehe ich wirklich überhaupt gar nicht mehr, wie dieses Kasperle-Theater überhaupt irgendjemand ernst nehmen kann. Und sich dann ernsthaft über die Spritpreise beschwert. Da ist nicht bei denen was nicht in Ordnung. Da ist in unseren Köpfen was nicht in Ordnung. Klar soweit. Hauen Sie mal rein.